Ach ja, übrigens, wie ich den Motor ausgebaut habe, habt ihr ja im Livestream gesehen. Das hat circa 2 Stunden gedauert. Da habe ich jetzt vorgestern und gestern Abend, also da habe ich mindestens 7 oder 8 Stunden dran gesessen, bis ich das raus hatte. Ja. Problem ist, ich möchte es ja heile ausbauen und wenn man nicht weiß, wo die Sachen alle sind, wo man klipsen und schrauben muss, ist das nicht ganz so einfach. Weil es soll ja alles heile bleiben. Es sind alles nasenheile geblieben, nur dieser eine Blinkerhebel ist mir hier abgebrochen oder für einen Scheibenwischer. Da muss ich mal gucken, wie ich das reparieren kann. Ich habe mir da schon so eine Idee. Weil dieses ist nur ein Teil und das wird mit Sicherheit nicht preiswert sein. Ja. Früher war das ja mal, hast du das extra, jetzt ist das ein kompaktes Teil. Ich gucke gar nicht erst, was es kostet. Mir ist jetzt hier beim Ausbauen des Armaturenbretts dieser Hebel abgebrochen. Ja, dumm gelaufen. Jetzt ist das genau so, dass hier ein M8er Schraube reinpasst. Wenn man da ein Gewinde reinschneidet, ich habe da jetzt vorher ein Gewinde reingestellt mit dem Gewindebohrer, hier genauso, dann werden wir jetzt hier die Schraube reindrehen und dann nachher den hier drauf drehen auf die richtige Ausrichtung. Dann habe ich hier so ein 2 Komponenten Epoxidharzkleber, den werde ich dafür verwenden. Das ist so hammergeiles Zeug, ja. Bindulin heißt das. Ja, ich kriege da auch kein Geld dafür. Aber ich habe da jahrelange Erfahrung mit. Da habe ich schon PlayStation hier von der PlayStation hier diese Hebelchen damit geklebt, weil die abgebrochen waren. Hält Bombe. Einfach genial das Zeug. Das wird 1 zu 1 angemischt. Dann kommt da so ein bisschen Kleber drauf. Also hier rein. Dann schrauben wir die Schraube rein. Dann fülle ich das hier aus. Da auch und dann wird das die nächsten 20 Jahre überleben, bin ich mir 100% sicher. Muss ich mal so am Rande erwähnen, wenn einer mal sowas braucht. Ich bekomme da kein Geld für, es ist meine Erfahrung, ich will es euch mitteilen. Das kann man bei Amazon bestellen, das ist hammerhartes Zeug. Da liegen noch die alten, hier, das Zeug liegt schon 20 Jahre jetzt hier. Jetzt hat es wahrscheinlich den Geist aufgegeben, es wird nicht mehr, es dauert länger, bis es hart wird. Aber es funktioniert immer noch, deswegen habe ich mal was Neues bestellt. Hammerhart das Zeug. Okay, genug Werbung gemacht für irgendwas, wo ich kein Geld für bekomme. Jetzt reparieren wir mal den Hebel hier. Ist blöd gelaufen. Ich habe da ein Gewinde reingebohrt mit einem Gewindebohrer. Das passt absolut. So eine 8er Schraube muss man natürlich vorsichtig machen. Wenn der Kleber da dran ist, da unten dran ist. Also die Funktion hier ist jetzt schon, wenn man es nur. Das wird halten. So, da war jetzt nur ein Gewindegang. Schau zu. Ja, wenn man das jetzt hier so vermischt, das sieht aus wie so Bonbon. Ne, da hat man die 2 Komponenten jetzt vermischt, 1 zu 1. So richtig klebrig, wie so warme Bonbons. Ne, wenn die nachher kalt sind. Es sei dazu gesagt, das Zeug braucht lange zum Aushärten. Aber es wird gut. Es wird gut, da bin ich mir sicher. Okay, Ich passt habe schon. einen aktivierten Videoskill gefunden, der dies tun kann. Geh in die Alexa-App, um deine Videoskills und Geräte zu verwalten. So, jetzt schmieren wir mal hier das Zeug da rein. Ja, schön. Und da unten auch was. Das füllen wir dann mal aus. Jetzt drehen wir unser Gewinde mal da rein. Ich habe das vorher auch ein bisschen hier verkratzt. Ich weiß nicht, das sieht man mit dieser kleinen Kamera hier nicht. Dann schrauben wir das da rein, wo ich vorher das Gewinde reingebohrt habe. Das sollte eigentlich mit der Hand da reingehen. Wenn nicht, nehmen wir gleich die Zange. Jetzt schrauben wir bis unten durch. Hier. Muss natürlich gucken, dass der Winkel passt. Sonst haben wir ja einen krummen. Ja, das hat sich wieder verdreht. Halbe Stunde hat man Zeit, bis das ansetzt, hart zu werden. Übrigens. Dauert dann aber bei
20 Grad irgendwie 20 Stunden, bis das hart ist. Wie gesagt, wenn man da ein bisschen Hitze benutzt, geht das um Vielfaches schneller. Jetzt nehmen wir das hier. Das härtet nachher glasig aus. Das wird so gelblich-glasig. Hören wir einfach mal zu. Das ist wie Kaugummi, ist das hier, ne? Das ist. Leute, ich sag euch, das ist. Ich habe das schon. Diese anderen Tuben, die sind so zwei kleine Tuben, die halten ewig lange. Und ich habe da schon so viel mitgeklebt über die Jahre. Jetzt habe ich mal, das kostet ja auch nichts, ne? Das kostet irgendwie 15 Euro oder so, die zwei Tuben. Aber man kann da mega viel mitmachen, ne? Der Vorteil ist halt, dass sie nicht gleich nach einem halben Jahr wegschmeißen muss. Ne? Wenn ihr da öfter mal was zu machen habt, kann man immer wieder verwenden. Irgendwann ist auch vorbei. Jetzt nach 20 Jahren, also wirklich, das letzte Mal habe ich mitgeklebt. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her. So, jetzt schrauben wir das mal da drauf. Ja, da fängt schon an. Ich glaube, ich muss das ganze Ding anschmieren. Ich habe ja genug hier. Und ich habe nur zwei Erbsengroße. Na gut. Das waren Doppelerbsen. Dann schrauben wir das mal auch noch da rein. Jetzt müssen wir natürlich die richtige Stellung finden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die richtige Stellung war. Ich würde aber mal behaupten, dass man die Symbole von der Fahrersicht aus erkennen kann. Ja, guck mal, ich glaube, wir haben sogar hier genau die Stellung getroffen, wie es abgebrochen ist. Scheiß drauf. Noch ein Papiertuch, das kostet nichts. Das sehen wir hier. Zack. 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 Wischen wir hier nochmal ein bisschen drüber. Klebereste alle entfernen. Jetzt, wo es noch flüssig ist. Und später, das ist so ein Harz. Ja gut, man sieht auch hier, ich weiß, das seht ihr sowieso nicht auf dieser blöden Kamera, aber man sieht, ich bin genau an der Stelle gelandet, wo es abgebrochen ist. Es ist ausgefüllt, es wird halten. So, jetzt haben wir mal, ich gehe mal davon stark von aus, dass dieses Teil mindestens 200-300 Euro kosten wird. Wenn ihr jetzt mein Video gesehen habt, habt ihr bestimmt gesehen von dem Opel Astra von meinem Kumpel, wo dieser Schalter, der unten am Getriebe sitzt, der die Ganganzeige macht, der die freigibt, dass man auf neutral ist und so, das Ding über 1000 Euro kostet. Ja gut, ist vielleicht nicht so ein Massenprodukt. Das hier ist vielleicht so mehr so ein Massenprodukt und wird günstiger sein, aber dann wird es mit Sicherheit immer noch alleine für so ein hier diese Schnecke fürs Lenkrad, wo hier der Airbag angeschlossen wird oder so ein Blinkerhebel alleine. Ich weiß es nicht. Ich hab noch nicht recherchiert. Ich werde es noch recherchieren. Aber ja, ich bin nachhaltig. Warum sollen wir es wegschmeißen? Reparieren. Es hält genauso später. Mir gefällt. Ich mag sowas. Ja, jetzt haben wir den nächsten Tag hier. Jetzt ist dieser Kleber getrocknet. Der ist schön ausgehärtet, schön klarsichtmäßig. Der bleibt etwas weich, flexibel, wird nicht steinhart wie normales Epoxidharz. Ja, jetzt habe ich aber gerade rausgefunden, vorhin, habe ich mal im Internet geguckt nach so einem Hebel, da gibt es ab 8,95 Euro. Ja, super. Je nach Funktion kosten die noch 20, 30 Euro. Da sind dann noch so Kabel mit drin. Dieses mittlere Bauteil gibt es ab so um ca. 200 Euro, aber ohne Hebel. Die muss man dann separat kaufen. Also kommt man schon ganz schön dahin, wo ich geschätzt habe. Ja, ist halt jetzt blöd, dass man das einfach für kleines Geld kaufen kann, sogar bei verschiedenen Autoteile-Dealern. Ja, jetzt haben wir aber mal wieder was gesehen, wie man was reparieren kann, ohne gleich neu zu kaufen, weil wir wollen ja nachhaltig sein. Andererseits, der Kleber hat jetzt gekostet irgendwie um die 12, 13 Euro hier bei Amazon, eine Tageslieferung. Wer sich jetzt das nur kauft, um das zu kleben,
Macht keinen Sinn, kann ich auch gleich noch einen Hebel bestellen. Aber der Kleber haben wir ja nur ganz wenig von gebraucht. Und da der ja zwei Komponenten hat, ist der sehr lange haltbar. Also habe ich jetzt wieder frischen Kleber und kann noch viele, viele andere Sachen mitkleben. Also hat mich diese Klebung vielleicht 50 Cent gekostet. Und wie ihr seht, ist gut geworden, funktioniert, wird 100 Jahre halten. So, vielleicht sogar besser als das Original, weil das jetzt mit Metallunterstützung ist. Ja, jetzt geht es weiter mit anderen Sachen. Wir haben ja da noch einiges zu tun. Ja, in einem Video hatte ich ja mal gesagt, dass ich die Dichtung noch tauschen muss für die Klimaanlage. Das ist einmal der die Verbindung zum Kompressor und unten zum, ja, zum Klimakühler halt, ne? So, und das schrauben wir jetzt mal wieder unter Realbedingungen, weil der Motor ist ja jetzt schon drin, die Dichtung habe ich bestellt und dann tauschen wir die mal aus und schauen wir mal, wie das funktioniert, wenn der Motor eingebaut ist. Ja, dazu habe ich mal dieses Röhrchen hier ausgebaut, ne? Das ist Ansaugrohr, was die Frischluft von hier vorne ansaugt, dann kommt man da besser dran. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier mit der passenden Nuss, da haben wir sie, okay, ist eine E12, ja, los geht ja easy. So, Schraube raus, dass wir das hier ausgehängt kriegen aus dem Plastik, okay, geht. Jetzt ist auch unten das Abziehen, sehr schön. So, jetzt haben wir schon mal abgetrennt. Jetzt holen wir uns die Dichtung daraus und gucken, dass wir die passenden dazu haben. Da haben wir schon mal eine, sieht sehr vielversprechend aus. Jetzt ist alles ein bisschen schwieriger. So, eine zweite und dann gucken wir mal, ob wir Ersatz finden. Ja, dafür habe ich mir so einen ganzen Dichtungssatz hier bestellt, 240 Stück, okay, hat gekostet irgendwie 20 Euro. Und wenn man im Internet die einzeln kaufen will, dann kostet ihr eine 8 Euro, ich verstehe es nicht. Und jetzt haben wir hier so einen ganzen Satz für ein paar Euro 50 hier. So, jetzt müssen wir die passenden Dichtungen mal gucken, ob wir die finden. Die hier sieht schon vielversprechend aus, da haben wir schon die erste. Den ersten Match passt, dann sieht die gut aus. Nö, die ist zu groß. Aber eine kleinere. Das könnte die da sein. Die sieht gut aus. Ja, habe ich jetzt nicht nachgelesen, aber wird circa bei 15 bis 20 Newtonmeter liegen. Da es dicht sein soll, habe ich jetzt mal 20 genommen. Sollte fest und dicht sein. Als nächstes trauen wir uns mal an den Klimakompressor da unten dran. Da haben wir schon ein, zwei Schläuche noch mehr im Weg. Können auch nichts irgendwie ausklipsen. Wird spannend, aber wird schon gehen. Ist ein bisschen tricky, aber funktioniert. Mit einer kurzen Verlängerung kommt man da dran. Schraube rausfummeln. Natürlich schade, dass ich das alles vorher nicht hatte. Ja, auch hier am anderen Ende benutzen wir die gleichen Dichtungen. Bewusst muss euch sein, die neuen Dichtungen sitzen nicht so stramm und gequetscht darauf wie die alten. Deswegen ist es ein bisschen tricky, das einzufummeln. Jetzt erstmal die Schraube wieder da rein. Schauen wir mal. Ja, mit dem Drehmomentschlüssel, der passt jetzt nicht dazwischen. Da muss ich mir das irgendwie aus dem Handgelenk machen. Wird schon gut gehen. Ja, und last but not least, da unten der spannende Teil an dem Klimakühler. Ja, wo wir den getauscht haben vor einem halben Jahr, haben wir die Stoßstange ausgebaut, logisch. Jetzt wird spannend, an die Schraube dran zu kommen und die Dichtung zu tauschen. Ich glaube, da muss ich Stoßstange für wieder abbauen. Ich versuch's mal so.
Ja, nach ein bisschen hin und her gefummelt habe ich da unten auch die Dichtung drauf bekommen. Am Thema Kühler, ohne die Stoßstange abzubauen. Jetzt ziehen wir das auch mal feste. Mit Handdrehmoment. Andere Chance haben wir nicht. Ja, wie ihr seht, könnt ihr nichts sehen. Ist ziemlich fummelig. Da unten in der Ecke. Aber es geht. Geht nicht, gibt's nicht. Leute, so, jetzt müssen wir das mit der Hand. Jetzt wird es langsam feste. Handdrehmoment. So, natürlich nicht so eine Präzisionsratsche hier von HZ oder so. Die wollen mich leider nicht sponsoren. Deswegen habe ich hier anderes Werkzeug. Aber es geht. Schön mit Gefühl festmachen. Haben wir die Dichtung auch ersetzt. Die Anlage befüllen lassen. Sieht gut aus da unten. Das ist da die Verbindung. Komme ich ja nicht mal mit dem Arm dahin. Von hier aus. Jetzt machen wir oben dieses Ansaugrohr wieder rein. Und dann ist das Thema auch erledigt.